Wir haben heute Torschuss auf dem Programm und starten mit einer Übung von der Seite. Wir starten hier mit einem Spieler, der andrippelt auf die drei Kappen. Abkappbewegung. In dem Moment löst sich unser Stürmer vom Gegenspieler nach hinten. Der bekommt den Ball reingespielt, nimmt ihn einmal mit und schließt dann aufs Tor ab. Das heißt, was muss passen, wenn ich mit dem Ballspann schießen muss? Ja, der erste Kontakt. Wenn ich mir den so mitnehme wie der Tommy gerade, dann bleibt mir gar nichts anderes mehr über aus mit der Innenseite. Das will ich aber nicht. Ich will, dass ihr euch löst, dass ihr euch das Ding sauber mitnimmt, den Lauf und einen sauberen Vollspannstoß. Jawohl. Ja. Gut. Jawohl, Matti. Jawohl. Gut, Basti. Ja. Wichtig ist nach wie vor, ich weiß, dass der rechte Fuß dein nicht so starker ist, aber achte darauf, wenn du dir den Ball mitnimmst, dass du den linken Arm als Schwungarm mitnimmst, weil alles andere, was danach kommt, viel einfacher ist. Eine richtige Ausholbewegung, du hast viel mehr Stabilität auf dem Standbein, kannst die Richtung vom Ball viel mehr korrigieren und kriegst mehr Zug dahinter. Jawohl, gute Bewegung, jawohl. Ja, noch mehr, Basti. Okay, Jungs, nächste Form, die wir machen, andrippeln auf das Hindernis, Abkappbewegung, im richtigen Moment lösen vom Gegenspieler. Nur, dass wir jetzt nicht mit dem Vollspann abschließen, sondern jetzt dürft ihr einen Schlenzer probieren, ins lange Eck, kurze Eck, je nachdem, wo der Torwart steht, wo er sich bewegt, wo frei ist. Basti, denk an deinen Arm. Jawohl, nimm deinen Arm mit. Jawohl, guter Schuss. Das war's zum Thema Torschuss.